So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3. Hoffe, ihr hattet ein angenehmes Weihnachtsfest. So, für Jill gibt es jetzt auch hoffentlich gleich ein Happy End, weil ich glaube, dass wir jetzt bald durch sind. Das habe ich schon vor ein, zwei Aufnahmesessionen schon mal gesagt. Aber jetzt ist das, glaube ich, wirklich so. Okay, so. Dann schauen wir mal weiter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssten ja hier irgendwo jetzt... Genau, wir haben ja die Notiz gefunden, dass wir hier irgendwo eine besondere Waffe finden. Ich hoffe, die finden wir auch wirklich. Und hier unten... Alter, dann hat der... Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl! Nein, 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 nein. Du bist Geld wert. Ich mag es. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe! Alter Schwede! Hast du je sowas Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber... du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Hör zu. Nur, dass du es weißt. Das ist das letzte Mal. Alter Schwede, was? Die Kreatur besiegen. So, haben wir die irgendwo jetzt diese... Was ist das? Ausgabe von geöffnet. Das gefällt mir schon besser. Oh yeah. Alter Schwede. Sie braucht Strom! Okay. Da befinden sich auch Eckens. So, schauen wir mal. Nehmen mal mit, was es geht. Autsch. Weiß nicht, ob man Nemesis irgendwie. Warte mal, kann man sich irgendwie betäuben. Okay, dann nehmen wir mal Heilung. Okay, wir nehmen keine Heilung. Nemesis, der flüssige... Gut. Auf ein neues. So, wir springen. Dachte eigentlich, dass... Dass Nikolai jetzt von Nemesis getötet wird, aber war wohl immer noch nicht der Fall. Bam. Mist, sie braucht Strom. Ja, gut. Alter, dieses Ding, ne? So, können wir ihn betäuben? Irgendwie. So zum Beispiel. Oder so. Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Nehmen wir gleich mal die erste Heilung. Habe ich das Problem, dass sie nicht schießt.
Ah, okay, ich muss abfahren. So, dann nehmen wir schon mal die Schrotetikzeit. So, und jetzt ist er hoffentlich mal betäubt und wir können das hier machen. Noch zwei Stromquellen aktivieren. Jupp, bin schon dabei. Noch eine Stromquelle aktivieren. Oh, er steht wieder auf. Nur zu! Ich bring dich gleich wieder zu Boden! Ja, ganz schnell. Ah, shit. Komm, das geht's in den Haus. Okay, schnell Heilung. So. Jawohl. Wieder und ein neues. So, und jetzt töten wir, nehmen wir es jetzt endgültig, aber. Komm schon! Das nächste Mal verpiss dich einfach! Jetzt aber. Oh, bitte sei tot. Den bin ich los. Das dachten wir schon 3 oder 4 Mal. Errungenschaft freigeschaltet, den bin ich los. Oh, alter Schwede, okay, so. Wir nehmen vorsichtshalber noch alles mit. So, ich hoffe, wir können das noch alles mitnehmen. Da haben wir noch was, haben noch ein paar Sachen. Und der Raum ist blau, okay. Ich muss ganz kurz noch schauen. After defeating Nemesis Stage Track, climb up the yellow ladder behind the... Okay. So. Na ja, gut, dann... Oh! Okay. Ja, wir klettern auf. So. Ah, und da haben wir jetzt, ja. So, na, nimm mit. So, über den Vertrag. Habe den Auftrag vom Klient erhalten, die Krise von Raccoon City dazu zu nutzen, UC, mit verschiedenen Mitteln zu unterminieren und so Marktanteile zu stehlen. Sabotage, der Versuch von UC Beweise zu vernichten, Umbrella Corporation, um maximale Strafbarkeit zu erreichen. Okay, warte mal, doch mal von vorne. Habe den Auftrag von Klient erhalten, die Krise von Raccoon zu nutzen, Umbrella Corporation für die Mittel zu unterminieren. Sabotage, der Versuch von Anregung von Aufeinandertreffen zwischen Umbrella Corporation, BioWap von Sicherheits Kräften, Polizisten und Sammlungen von Kampfdaten, um Viabilität der Technologie zu ermitteln. Bericht über den Einsatz von allen neuen Biowaffen inklusive Projekt Nemesis. Siehe Vorgaben. Der Klient verspricht mit einer Bezahlung, die von Umbrella Corporation übersteigt und höchste Priorität hat. Der Klient ist aber einverstanden, dass ich den Arbeitsvertrag von Umbrella Corporation priorisiere, bis ich meinen Lohn erhalten habe. Und er verspricht außerdem bis zu diesem Zeitpunkt keiner der gesammelten Daten zu nutzen. Beste Klient. So, bei Errungenschaft freigeschaltet. Aktensichter, perfekt. So. Und jetzt. Mich würde es interessieren, konnten wir theoretisch. Ich möchte nochmal runter. Weil ich dachte, dass das jetzt nur so eine versteckte Leiter ist. Ja, wir sind in Nemesis jetzt drin quasi.
Ah, okay, da kommen wir gar nicht weiter. Ich dachte noch, dass wir da weiter müssen. Okay. Gut. Ich glaube, wir nähern uns am Ende. So. Und wieder wird wahrscheinlich alles in die Luft fliegen. Stimmt, Nikolai. Ich hoffe, Carlos konnte ihn auch. Werden wir gleich sehen. So, da ist nichts mehr. Moment, da haben wir noch etwas gefühlt, sollte es noch zu einem Kampf kommen. Keine Info. Oh nein. Lass mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Alter! Erschieß ihn! Sie wird sich... Carlos! Hey, ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Was ist mit ihm? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahle, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen wir nicht. Jill, alles okay? Da ist sie. Endlich vorbei. Bis dann, Raccoon.
Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tod war kein Virus. Es war Gier. Menschlicher Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für allemal. Ja, und das war's wohl mit Raccoon City. Und das war's nicht nur für Raccoon City, sondern das war's auch für Resident Evil 3. Oh, wir haben's durch, Leute. Wir haben's durch. Schön im Sinne von ein schöner Fluss. Leider konnten wir Raccoon City nicht retten, aber Jill hat am Ende dann doch noch den Impfstoff in der Hand, habe ich das richtig gesehen? Immerhin. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht mit denen beiden. Weiß nicht, ob einer von den beiden, also Carlos oder Jill, nochmal vorkommt in einem zukünftigen Teil in Resident Evil 7 und 8 auf keinen Fall. Und ja, mal schauen. Ja, Nikolai hat auch seine gerechte Strafe erhalten, wurde mit Raccoon City eingeäschert. Nemesis ist es, denke ich, endgültig tot, Gott sei Dank. Und ja. Im Großen und im Ganzen kann man sagen, gab es doch ein Happy End. Ich hoffe, dass halt Claire und Leon noch rechtzeitig aus der Stadt entkommen konnten. Aber ich denke mal schon. Weil Leon spielt man ja, glaube ich, in Resident Evil 4 wieder. Also gehe ich mal davon aus, dass beide entkommen konnten. Ja. Uiuiui. Ich habe eine Gänsehaut. Ich bin dann auch wirklich gespannt, wie es storytechnisch dann auch weitergeht. Doch schön. Schöne Musik. Ja, Resident Evil 3. Ich bin etwas im Zwiespalt mit Resident Evil 3. Ich muss ganz ehrlich sagen, und da schließe ich mich, glaube ich, der Mehrheit an, Resident Evil 2 war besser als Resident Evil 3. Warum? Boah, die Melodie ist gerade so schön. Italian Voice Cast. German Voice Cast. Sorry, dass ich gerade etwas ruhig bin, aber ich finde die Musik gerade extremst schön. Ja, also Resident Evil 3 und Resident Evil 2, ich fand einfach, Resident Evil 2 war von der Horror-Atmosphäre her besser als Resident Evil 3. Genau. Ich fand zwar in Resident Evil 3, um mal ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel die Musik, so schön. Resident Evil 3, genau, die Stadt der Raccoon City, als man mit Jill gestartet ist. Oder als man, genau, wie man mit ihm Jill in der Stadt gespielt hat. Die Stadt an sich war schon cool, aber ich hätte es mir trotzdem noch gewünscht. Ich hätte es mir trotzdem gewünscht, dass man vielleicht noch in mehr Gebäude reingehen konnte. Das wäre schon cool gewesen. An sich war die Stadt schon cool, hat voll gepasst, aber so solche Gebäude wie den
Donutladen oder den Feuerladen oder der Apotheke. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man mehr Gebäude reingehen konnte. So ein bisschen Open-World-mäßig vielleicht. Das hätte ich mir gewünscht. Und wo auch etwas mehr los war, vielleicht mit ein paar Zombies hier und da, dass man einfach draußen in der Stadt ist und dann zum Zeichen alles safe, da rennen halt hin und dort mal ein paar Zombies herum. Und sobald man in den Gebäudebetrieb kommt, kommt wieder die atmosphärische Stimmung auf, diese Horrorstimmung. So in diese Richtung hätte ich mir das gewünscht. Ansonsten so zum Beispiel das Krankenhaus, das fand ich wieder extrem cool eigentlich. Das hat voll gepasst. Da war ich wieder im Resident Evil 2 drin. Mit den engen Räumen und so. Ja. Klar, was auch deutlich war, sehr deutlich war, ist, dass Resident Evil 3 schon viel mehr, oder dass es in Resident Evil 3 schon viel mehr Action gab, als noch im 2er Teil. Wenn ich hier zurückdenke, im Krankenhaus, der Schluss, wo man mit Carlos hier den Angriff abwehren musste, da bin ich auch etwas verzweifelt. Und ja, andererseits, klar, das war jetzt eine Action-Sequenz. Hat mich das gestört? Ah, nee, nicht wirklich. Es passt irgendwie zum Spiel, weil es ist ein Zombie-Outbreak, ja. Und wenn irgendwann ein Zombie-Virus ausbricht, dann ist es ja jetzt nicht so, dass in diesem Stadtviertel mal ein, zwei Zombies herumrennen und in diesem Stadtviertel zwei Zombies herumrennen, sondern Raccoon City ist ja jetzt kein kleines Dorf, es war eine riesige Stadt. Und da müsste es ja Hunderte oder Tausende Zombies geben, ja? Also von dem her passt das schon. Und auch wenn ich etwas genervt war von diesem Teil des Spiels, war es trotzdem ganz cool, einfach mal drauf loszuballern. Und ja, ich weiß nicht, ob das in Resident Evil 2 auch schon so war, dass mich ab und zu richtig abgefuckt hat, war, dass die Zombies einen so schnell gepackt haben. War das in Resident Evil 2 auch schon so? Das hat mich ab und zu richtig genervt. Vor allen Dingen, die Zombies, weißt du, sind extrem langsam, brauchen, weiß nicht, 3 Stunden, dass sie einen Meter gehen, aber sobald du in ihrer Nähe bist, nee, du musst nicht mal in ihrer Nähe sein, sobald du einen Meter von den Zombies stehst, da auf einmal, wie wenn sie auf einmal auf Speed sind, schnappen sie sofort zu, du hast keine Chance. Das hat mich halt auch oft genervt. Aber gut. Aber im Großen und im Gesamten, trotzdem muss man wieder sagen, hat mir Resident Evil 3 wirklich sehr gut gefallen. Was es jetzt, glaube ich, nicht mehr gibt, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt. Ah, okay, ne, Jill hatte nicht mit dem Impfstoff, das war einfach der Erschossene. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, das habe ich nicht gesehen. Okay. Das war einfach der zerschossene Impfstoff, okay. Spielmodus Standard, 8 Stunden 11, Speicherziel 51, Tode 5, Rang C, ist okay. Das ist okay. So, genau, ein großer Kritikpunkt ist ja, glaube ich, auch, dass es jetzt kein neues Spiel Plus mehr gibt. Das auf dem Fersen war es okay. Der Shop wurde freigeschaltet. Sie können jetzt Objekte im Shop kaufen, auf den Sie von Hauptmenü aus zugreifen können. Zum Freischalten brauchen Sie Punkte, die Sie durch den Abschluss von Herausforderungen verdienen. Okay. Komm mal hier. Was ist jetzt schon? Ergebnisse? Ah, okay, da können wir die Ergebnisse uns ansehen. Okay. Aber es gibt eben kein neues Spiel Plus mehr, glaube ich. Genau. Das war ja, glaube ich, auch ein riesiger Kritikpunkt. Wo ist der Shop? Bomi vielleicht. Shop da. Kostüm, Jill Stars Outfit. Ah, cool. Das ist das, genau. Von Resident Evil 1, nur etwas bläulicher. Erholungsmünzen. Stellt langsam die Gesundheit wieder her, wenn im Inventar. Halten Sie mehrere davon, wird der Effekt noch verstärkt. Okay. Ah, okay. Da kann man praktisch Items kaufen für den nächsten
Fürs nächste Durchspielen hat man dann praktisch Vorteile. Das finde ich aber irgendwie wieder cool. Wiederladepresse erhöht die Menge der durch Kombinieren gewonnenen Munition, wenn im Inventar okay. Stars Feldhandbuch. Kampfhandbuch von Chris Redfield erleichtert physische Aktionen wie das perfekte Ausweichen, wenn im Inventar. Halten Sie mehrere davon, wird der Effekt noch verstärkt. Okay. Dietrich. Okay, dann hat man wohl den Dietrich schon von Anfang an. Dann hat man Bolzenschneider schon von Anfang an. Ich scrolle mal etwas runter. Gürteltasche. Wird beim Kauf im Spiel platziert, können bis zu zwei zusätzliche Gürtel nicht verfügbar, da sonst in den Kader überschritten wird. Okay. Oh, jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Jetzt kommen wir zu den Waffen. Boah, nice. Eins von den Entwicklern. Anti-Bio-Waffenmesser. Die extrem heiße Klinge lässt gegen den Flammen aufgehen. Okay. Samurai Edge. 9mm, 15 Schuss. Sie wurde nach Chiles Vorgaben modifiziert. Eine exzellente Waffe mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Feuerkraft. Raiden, Alter, auf Entladung basierte von Umbrellas entwickelte Energiewaffe. Große Mannstoppwirkung, aber nur bei Einsatz gegen Schwachpunkte des Gegners. Unendliche MOP-Munition. Eine gut ausbalancierte 9mm Pistole mit 16 Schuss, dank ihrer überragenden Genauigkeit wird sie von vielen Armeen eingesetzt. Okay. Okay. Oh, Raketenwerfer. Cool, okay. Okay, das finde ich aber doch irgendwie cool. Sowas gab es ja, glaube ich, in Village auch schon. Okay, dann schauen wir noch Grafiken an. So. Da haben wir Carlos. Ja, Carlos. Schau ich mal gerade, wie lange ich noch... Ah, okay, okay. Carlos, ja, war ganz cool. Cooler Typ. Dem kann man, glaube ich, gut abhängen. Da man Nemesis in der ersten Phase, genau so. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wusste ich gar nicht, dass Nemesis auch mehrere Phasen hatte. Ich kannte ihn eben nur so. Wahrscheinlich eben, weil ich ihn nur von den Filmen kannte. Und ja. Nemesis Designer-Skizze. Das ist schon ein Monstrum. Aber trotzdem verdammt cool designt, muss man sagen. Die Kreaturen, oh. Da haben wir wohl verschiedene Hunter-Varianten. Nice. Wohnviertel. Ja, hier, das untere Bild, das ist Raccoon City, da sind lauter Menschen. Das ist eine überrannte Stadt. Aber von dem hatte ich zumindest, wie wir mit Jill in der Stadt waren, noch nicht so das Gefühl, dass die Stadt überrannt war. So, kurz mal trinken. Jills Wohnung. Ja, die gibt es leider auch nicht mehr. Aber trotzdem waren... Ganz cooles Apartment. Huch, was? Inneneinrichtungen. I'm not me, okay. Cool. Innenstadt. Ah, das war. Ah, das sieht das gruselig aus. Die riesige Charlie-Figur. Okay. Barcheck. Cool. Sowas, genau. Zum Beispiel eine Bar, die man betreten konnte. Das hat mir gefehlt. Sowas hat mir gefehlt. Das wäre cool gewesen. Wo vielleicht ein, zwei Zombies drin waren, einfach nur für die Atmosphäre. Darius Lagerhalle, okay. Solche ein paar mehr Gebäude, die man betreten konnte, das hat mir gefehlt. Oder auch so ein Einkaufszentrum oder eine Tankstelle. Donutlang Dinner. Oh, die Tankstelle kennen wir ja von Resident Evil 2. Das Krankenhaus. Okay. Die unten hat schon ein, zwei Mal mit dem Kopf gegen die Wand gehauen. Laborkorridore. Okay. Ja, das war dann wohl Nest 2. Labormaschinen. Damit haben wir Nemesis Phase 2 getötet. Nemesis B, Stufe 2. Genau. Cool, cool. Und Storyboards. Oh, okay, da sind wir noch ein paar Storyboards. Immer ganz interessant eigentlich, solche Konzeptzeichnungen. Mega Man, okay. Superheld. Okay, und das war's. 1932, okay. Also ich hätte trotzdem Bock, das Spiel wieder noch einmal durchzuspielen. Genauso Resident Evil 2 und Resident Evil 1. Und ja, gut. So, meine Story zum Spiel habe ich abgegeben.
Muss ich kurz wieder meine Checkliste holen. Kurz mal zurückgeben. Haben wir sonst noch was? Oh ne. Konzeptgrafiken. Figuren. Ah, da haben wir noch Figuren. Das können wir uns auch noch ansehen. So, da haben wir mal Chill. Ja. Fand ich cool, seit, dass wir es auch sie wieder mal gespielt haben. Bin ich gespannt, wann wir von Chris wieder mal was hören. So. Aber trotzdem ganz cool. So, da haben wir Chill im Stars Outfit. Das finde ich ja cool. Damit muss ich ja fast irgendwann Resident Evil 3 nochmal durchspielen mit diesem Skin. Genau. So, was haben wir da? Brad, ja, schade um Brad. Hat er den ersten Teil überlebt und den dritten Teil? Ist er dann leider gestorben? Aber darauf wurde dann auch nicht mehr eingegangen, dass er reden konnte. Brad, der hatte noch irgendwie I'm sorry oder es tut mir leid gesagt. Darauf wurde dann auch nicht mehr näher eingegangen. Das war wohl ein UBCS-Soldat, der dann von Nikolai erschossen wurde. Ah, das war dieser Typ. Ah, der sich im irgendwo versteckt hat. Der wurde wohl jetzt auch in die Luft gesprengt. Und da, ah, Dr. Nathaniel Bart ist das. Okay. Mhm. Da haben wir. Ah, das war Roberto Kendo. Ja, ich denke mal. Das ist echt ziemlich schade. Der wurde wahrscheinlich dann auch. Oder ist auch mit Raccoon City untergegangen. Ah, die Zombiehunde. Gab es nicht so viel im Spiel. Aber die finde ich trotzdem immer wieder. Die fand ich in Resident Evil 2 schon cool designed. Und auch hier wieder mit den Bisswunden. Also die Monster-Designs, die sind schon verdammt cool. Ah, das sind die Parasiten. Ja, ah, diese Stelle, die war das. Ich weiß nicht. Wobei die Figur. Oh, Alter, das sieht euch das Gesicht an. Das sieht auch schon wieder so cool aus einfach. Richtig eklig. Aber cool. Ja, das war. Auch nicht mein Lieblingspart in diesem Kraftwerk oder was das war. Ja. War auch wieder mehr shooterlastig, ne? Es war jetzt nicht wirklich gruselig, sondern einfach nur shooterlastig und ja. Nemesis Stufe 2, da lief er schon auf alle 4. Ist wie ein Pokémon irgendwie. Hat sich zweimal entwickelt. So. Aber sieht auch verdammt cool aus. Das war die Schwachstelle. Hm. Ah, da gibt es noch viele Posen. Cool. Okay. Und noch eine Charlie-Figur. Genau, Charlie-Figur, so hießen sie. Gut, okay, ja. Das waren es wohl mit den Figuren und jetzt Herausforderungen. Da haben wir auch ein paar geschafft. Carlos-Manöver, okay. Will ich auch irgendwann noch alle. Alle Achievements noch abfließen. Will ich übrigens, ich habe letztens mal ein bisschen mein Geheimakte 3 Let's Play angesehen und da gab es ja auch Achievements und da will ich auch irgendwie noch alle schaffen. Das möchte ich noch schaffen. So, okay, jetzt muss ich kurz meine Checkliste holen, Meinungen zu spielen, genau. Story habe ich erwähnt. Solide Resident Evil Story. Ja, ich weiß nicht von der Länge her, ich glaube es war nicht so lang wie Resident Evil 2. Hatte ich zumindest das Gefühl. Ich glaube es war etwas kürzer. Bin ich dann gespannt, wenn ich dann die Folgen geschnitten habe und wenn ich dann die Gesamtzeit sehe. Na, bin ich schon gespannt. Okay, so, ja, zu meinem nächsten Let's Play. Ich muss jetzt, glaube ich, für den Sonntag muss ich noch mein neues Projekt starten. Wir spielen als nächstes. Ich habe es ja schon mal erwähnt, Resident Evil Zero, auch das Remastered von 2016, glaube ich. Das spielt sich dann, glaube ich, wieder so wie Resident Evil 1, da bin ich ja schon sehr gespannt. Und soll wohl noch, eben wegen Resident Evil Zero, soll wohl noch vor den Ereignissen von Resident Evil 1 spielen. Da spielt man dann wohl Rebecca. Die haben wir in unserem Let's Play nie getroffen. Die trifft man wohl nur, wenn man mit Chris spielt. Und ja, aber da bin ich auch schon sehr gespannt. Aber genau, wie gesagt, da muss ich jetzt dann noch eine Folge aufnehmen, das wird dann wohl eine lange Folge. Ja, genau, also das nächste Let's Play wird dann Resident Evil Zero. Gut, liebe Leute, dann glaube ich, komme ich jetzt zum Abschluss
Ja, heute ist der 25. Dezember. Ich hoffe, ihr genießt noch die Feiertage. Ich freue mich ehrlich gesagt schon wieder drauf. Besonders auf das Essen. Kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt. Ja, bei uns ist ja heute noch der 11. Dezember. Uch, es ist schon nach 12. Ja. Okay, wird heute wieder etwas länger werden. Aber gut. Ja, liebe Leute, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Das war Resident Evil 3. Wir sehen uns dann wieder im entweder nächsten Let's Play oder bei einem anderen Projekt wieder. Genau, bei Christmas Stories ist es auch schon beendet, ja. Kann ich nicht sagen, wir sehen uns in Christmas Stories wieder. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch schöne Feiertage, bleibt gesund und ciao.